Servus, herzlich willkommen bei holzmich.de. Schön, dass du wieder reinschaust. Heute habe ich mal ein kontroverses Thema für euch dabei, bei dem es 10 Leute gibt, die 10 Meinungen haben und 13 Philosophien dazu. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen gezögert, das Video zu machen, weil ich mir gedacht habe, es gibt wieder erheblichste Diskussionen in den Kommentaren. Ich wurde jetzt aber schon mehrfach danach gefragt und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann, lieber Philipp, dann gibst du dir halt auch deinen Senf dazu und dann schauen wir mal, was so die Diskussion danach bringt. Es geht heute darum, wie kann man Drechseleisen schleifen, und ich berichte es mal aus meiner Perspektive, wie würde ich die Drechseleisen schleifen. Ob das richtig ist, falsch oder ob jemand andere Meinungen dazu hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich bin neugierig, was dann als Reaktionen so dazu kommt. Ich versuche das Ganze mal relativ neutral zu gestalten und so ein bisschen die Fürs und Widers der jeweiligen Methode, die mir jetzt so bekannt sind, einfach mal darzustellen. Wenn du jetzt ganz am Anfang von deinem Drechselhobby stehst und dich mit diesen Fragen, welche Schleifmaschine brauche ich, wie kriege ich die Eisen scharf und so weiter, wirklich jetzt intensiv beschäftigen möchtest, glaube ich, gibt dir das Video eine ganz nützliche Stütze dazu und erklärt verschiedene Methoden. Auf der anderen Seite, wenn du schon 10 Jahre Erfahrung mit Drechseln hast, unterstelle ich mal, da wirst du jetzt nichts Neues dabei lernen, wenn du das anguckst. Ich fände es trotzdem schön, wenn du dich in den Kommentaren beteiligst und vielleicht auch noch ein paar nützliche Tipps und Tricks dazu mit vermittelst, weil halt die ganze Community davon dann profitieren kann und das Video einfach für alle gehaltvoller wird. Das Thema, das ich selber als Drechselanfänger völlig unterschätzt habe, ist diese ganze Materie Schleifen, weil ich habe nämlich am Anfang immer gedacht, ja okay, jetzt kauft ihr eine Drechselbank und dann kauft ihr ein paar ganz brauchbare Drechseleisen und dann geht's los und dann drechselst du so lange, bis du es kannst. Und alles andere ist unwichtig. Das stimmt leider nicht ganz, weil was absolut essentiell wichtig ist, und zwar genauso wichtig wie das Drechseleisen selbst, ist dieses Eisen scharf zu kriegen. Das darf man nicht unterschätzen. Und gerade am Anfang tendiert man dazu, so selten wie möglich zu schleifen, weil der Schleifprozess lästig und kompliziert sein könnte. Und man arbeitet tendenziell lieber mit stumpfen Eisen, mit viel Gewalt und viel Druck und wundert sich, warum dann die Oberflächen endhässlich ausschauen, warum man dauernd hängen bleibt beim Drechseln und es überhaupt nicht so toll funktioniert, wie es funktionieren könnte. Und hier ist mein Appell an euch, ich bin der Meinung, man kann nie genug schleifen, das heißt, auch wenn man sich nicht sicher ist, soll ich schon nachschleifen oder nicht, es schadet nicht, schleift einfach nach, ihr werdet sehen, mit einem scharfen Drechseleisen macht das Arbeiten viel mehr Spaß, es geht viel besser und das Schnittbild wird viel sauberer. Worauf ist jetzt dabei im Wesentlichen zu achten? Zunächst, unterschiedliche Drechseleisentypen brauchen unterschiedliche Arten von Anschliffen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Meißel habe, den Meißel schleife ich anders an, als ich den Schaber anschleifen würde, als ich zum Beispiel eine Röhre anschleifen würde. Das war jetzt erstmal so dahingestellt. Um so ein bisschen die Querschau zu machen, ich würde von der Anschliffart den Meißel am ehesten vergleichen mit einem Hobel. Das heißt, ich habe einen relativ steifen Schleif, einen steifen Schleifwinkel, ich habe einen relativ steilen Schleifwinkel und ich ziehe danach den Grat von der Oberfläche ab, dass möglichst kein Grat mehr vorhanden ist. Ähnlich würde ich das bei einem Hobel auch machen. Wichtig auch, gerade durch diesen sehr steilen Schleifwinkel ist der Meißel wirklich oft nachzuschleifen, weil die Schneide ist beim Arbeiten sehr schnell weg und wenn die weg ist, dann kommt danach auch kein schönes Schnittbild mehr raus. Einen Schaber dagegen würde ich jetzt am ehesten im Handwerklichen vergleichen mit so einer Ziehklinge. Der Schaber hat einen ziemlich stumpfen Anschliffwinkel, meistens so zwischen 70 und 85 Grad irgendwo. Das ist von Modell zu Modell, von Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Und das Wesentliche bei den Schabern ist, dass man beim Anschliff, genau wie bei der Ziehklinge, auch einen ganz feinen Grat stehen lässt. Und der Grat hier an der oberen Kante ist dann letztlich das, was dann schneidet beim Drechseln. Und dann gibt es noch die wahrscheinlich komplizierteste Fraktion der zu schärfenden Drechseleisen, das sind die Röhren. Bei den Röhren ist es so, dass die Schneidphase hier umlaufend ist. Das heißt, wir haben irgendwo beim Schärfen eine Kreisbewegung mit dabei. Und das zweite ist, es gibt eine ganze Reihe verschiedener Röhrentypen und verschiedener Röhrenanschliffe.
womit schleife bzw. schärfe ich denn überhaupt so ein Eisen an? Ich könnte entweder was völlig Manuelles verwenden, sowas wie hier so einen diamantbesetzten Schärfstein, Abziehstein oder hier so einen belgischen Brocken. Das funktioniert prinzipiell bei allem, was gerade Schneiden hat. Würde funktionieren, das heißt, ich kann hier mit meinem Meißel auflegen, ich lege an der Phase an, ziehe drüber und wiederhole das so lange, bis die Phase vorne wieder scharf ist. Das geht damit gut. Schwieriger wird es bei solchen Sachen wie den Schabern, die ja gerne dann eine runde Form vorne zum Beispiel haben können. Extrem schwierig wird das bei Röhren. Wir müssen auch in dem Fall unterscheiden zwischen, ich muss etwas nachschleifen, das heißt, ich muss wirklich abrasiv Oberfläche abtragen, oder ich muss nur was nachschärfen. Nachschärfen heißt, ich richte lediglich die Schneidphase vorne wieder her und habe minimalsten Abtrag. Für dieses Nachschärfen, also sprich das minimalste Herrichten der Schneidphase, kann man durchaus mit so einem Handstein arbeiten und zieht einfach nur sehr vorsichtig genau an der Schneidphase entlang und richtet damit vorne genau die Schneidfläche wieder her. Das funktioniert sehr gut. Wenn ich aber die Phase vorne wirklich rekonstruieren muss oder wieder aufbereiten muss, ist das mit so einem Handgerät sehr schwierig, bis ich würde fast behaupten, eher unmöglich. Ein ähnliches Prinzip gibt es auch für die Bohrmaschine. Das hier ist so eine gelochte, diamantbesetzte Scheibe, die spannt man in die Bohrmaschine ein, die dreht sich. Der Vorteil, durch die gelochte Scheibe kann ich durchschauen. Das heißt, hier, wenn ich schleife, sehe ich mein Werkstück drunter und kann entsprechend genau die Phase anlegen, die ich möchte. Würde ich sagen, geht eine Stufe einfacher und schneller, als das von Hand zu machen. Ich habe das selber auch ausprobiert als Option. Ich habe damit aber gerade bei den Röhren Freihand kein so schönes Bild bekommen, wie ich mittlerweile mit anderen Methoden bekomme. Ist, denke ich, aber auch eine Übungssache. Also ich kenne einige Drechsler, die schwören auf diese Scheiben und sagen, das ist das Beste, was es gibt. Und das ist super simpel und ich kann es einfach in meine Bohrmaschine einspannen. Die spanne ich irgendwo in die Werkbank ein, lasse die mit langsamer Drehzahl laufen und richte mir damit perfekt meine Drechseleisen wieder her. Sehr günstige Option. Funktioniert sehr gut, braucht allerdings ein bisschen Übung. Egal, ob ich was nur nachschärfen möchte oder was richtig ausschleifen möchte, ist eine Maschine immer sehr praktisch, weil es einfach schneller geht. Wenn ihr in eurem Drechselprojekt seid, dann wollt ihr euch ja hauptsächlich mit dem Objekt und mit dem Ausarbeiten des Objekts beschäftigen und nicht jedes Mal eine halbe Stunde unterbrechen, damit ihr euer Eisen nachschleifen könnt oder nachschärfen könnt, sondern es muss schnell gehen, damit ihr euch wieder mit dem eigentlichen Projekt beschäftigen könnt. Deswegen würde ich grundsätzlich empfehlen, irgendeinen maschinellen Aufbau dafür zu verwenden. Und da gibt es im Prinzip 2,5 Optionen. Die halbe Option ist die, ich spanne die Scheibe in eine Standbohrmaschine oder in eine Bohrmaschine ein und schärfe damit meine Eisen nach. Die anderen beiden Kandidaten wären der bekannte Trockenschleifer, entweder der Schleifbock oder der Bandschleiferaufsatz. Der letzte Kandidat wäre der Nassschleifer. Ich persönlich bevorzuge den Nassschleifer. Warum das so ist, erkläre ich gleich. Was ist bei den Trockenschleifgeräten zu beachten? Das hier ist so ein kombinierter Schleifbock. Ihr habt auf der einen Seite so einen Schleifstein drin. Den habe ich jetzt extra für euch ausgebaut, dass wir uns den mal näher angucken können. Auf der anderen Seite hätte dieses Gerät auch noch einen Bandschleiferaufsatz. Damit könnte man wählen, mit welcher der beiden Methoden man arbeiten möchte. Was ist bei diesen Schleifböcken grundsätzlich zu beachten? Einmal die Umdrehungszahl des Motors. Diesen Schleifbock habe ich speziell gekauft, um damit aus solchen Stahlriegeln solche Messerklingen auszuarbeiten. Das heißt, die Anwendung dieses Geräts für mich ist, möglichst viel Material in möglichst kurzer Zeit abzutragen. Und deswegen habe ich bei diesem Gerät darauf geachtet, dass es eine hohe Drehzahl hat und ausreichend Motorleistung.
Die Drehzahl hier ist bei ungefähr 2900 Umdrehungen pro Minute. Das ist meiner Meinung nach zu schnell, um damit solche filigranen Werkzeuge zu schärfen, weil einmal die Hitzeentwicklung sehr hoch wird, zum anderen die Abrasion sehr aggressiv ist. Das heißt, die Gefahr, dass man die Phase vorne verschneidet, ist ziemlich hoch, meiner Meinung nach. Es gibt diese Geräte auch mit 1500 Umdrehungen, ich glaube auch sogar mit regelbarer Umdrehungsgeschwindigkeit. Da spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts dagegen, so einen Trockenschleifer zu verwenden. Wichtig auch dabei, wenn ihr mit euren Drechseleisen arbeitet, denkt dran, es gibt diese Schleifsteine im Speziellen, genauso wie die Schleifbänder hier, in unterschiedlichen Körnungen. Dieser Stein hätte hier zum Beispiel Korn 60, wäre meiner Meinung nach zu grob, ich würde eher ab Korn 100 bis 120 anfangen. Was dann letztlich für eure Drechselarbeiten am besten funktioniert, müsst ihr am besten selbst ausprobieren. Wenn ihr natürlich ein sauberes Schleifbild bzw. saubere Nachschärfung erreichen wollt, dann müsst ihr den Stein immer wieder abrichten. Hier seht ihr auch nochmal aus der Nähe, was passiert, wenn man mit dem Stein sehr viele Drechselröhren schleift. Und zwar bekommt ihr solche Riefen hier in die Oberfläche. Ich halte mal das Lineal dagegen, damit man das sieht, wie sich der Stein ungleichmäßig abnutzt. Das kann man eine Zeit lang tolerieren, solange ihr Röhren schärft bzw. schleift, aber sobald ihr daran mal versucht, eine gerade Klinge zu schleifen, wie zum Beispiel ein Messer, werdet ihr sehen, dass das fast unmöglich wird, da eine vernünftige Oberfläche oder eine vernünftige Schneidphase drauf zu bekommen. Deswegen müsst ihr immer wieder, wenn sowas entsteht, den Stein ordentlich abrichten, dass ihr hier eine gleichmäßige Fläche habt. Eine weit verbreitete Diskussion, sehe ich gerade bei vielen YouTube-Kanälen, ist, ja, wie kann man nur einen Trockenschleifer verwenden, damit glüht man nur die Eisen raus und macht den Stahl kaputt. Das ist jetzt erstmal ein Statement, das im Raum steht, sage ich aber, seid bitte vorsichtig mit diesen Aussagen, das ist nämlich nicht ganz richtig. Es ist erstens so, die Trockenschleifgeräte funktionieren wunderbar zum Nachschärfen und zum Ausschleifen von diesen Drechseleisen. Man muss grundsätzlich darauf achten, dass die Eisen nicht überhitzen. Das heißt, wenn ihr 10 Minuten da vorne an der Schneidphase rumarbeitet, dann werdet ihr mit Sicherheit das Eisen kaputt machen auf Dauer, weil die Schneidphase zu heiß wird. Was man grundsätzlich macht beim Arbeiten ist, ich ziehe drüber, tauche ins Wasser zum Kühlen, mache die nächste Arbeit. Was ihr dabei auch unterscheiden müsst, hatte ich gerade schon mal angesprochen, ist, möchte ich denn nachschärfen, also lediglich die Schärfe wieder aufbauen, oder muss ich die Phase neu aufbauen, also muss ich richtig nachschleifen. Beim Nachschärfen, egal wo ihr jetzt auf dem Band oder auf dem Stein seid, geht es super schnell. Das heißt, ihr habt den Kontakt, zack, einmal nachgezogen, fertig. Da habt ihr fast überhaupt keine Hitzeentwicklung vorne. Bedenkt auch, bei den modernen Drechseleisen sind die wertigeren alle aus HSS-Stahl. HSS-Stahl hat einen Weichglühpunkt, der über 750 Grad liegt. Das heißt, der wird weich geglüht, wenn der Stahl schon intensiv rot glüht. Der Anlasspunkt von dem HSS-Stahl liegt über 500 Grad. Das heißt, ihr könnt theoretisch sogar den Stahl beim Nachschärfen blau werden lassen. Und es passiert vermutlich kein dauerhafter Schaden. Großer Vorteil von diesen Trockenschleifböcken ist auch, dass sie einfach wahnsinnig schnell arbeiten. Das heißt, wir haben einen hohen Materialabtrag und wir können wahnsinnig schnell arbeiten. Die Geschwindigkeit kriege ich an einem Nassschleifstein nicht hin. Was zeichnet die Nassschleifmaschine aus? Die Drehzahl ist deutlich niedriger. Dieses komplette Hitzeentwicklungsthema ist überhaupt kein Problem, weil der Stein wassergekühlt wird. Die Arbeitszeit ist geringfügig länger, weil der Abtrag im Regelfall nicht so aggressiv erfolgt. Und ihr habt keinerlei Staubentwicklung. Staubentwicklung ist hier durchaus ein Thema. Und ein kleiner Vermerk, seid vorsichtig mit Absaugungen an diesen Schleifböcken. Ihr habt da schnell Funkenentwicklung und wenn ihr die gleiche Absaugung verwendet für den Schleifbock, die ihr sonst für eure Holzspäne oder Schleifstaub von Holz verwendet, dann habt ihr natürlich eine wahnsinnig hohe Entzündungsgefahr, wenn ihr die glühenden Funken da einsaugt. Deswegen bitte aufpassen, ich wäre da sehr vorsichtig und ich würde eher keine Absaugung verwenden. Der Dreck und die Staubentwicklung ist aber horrend.
bei der Nassschleifmaschine, ihr seht, ich habe hier eine von Tormek dastehen. Die hat hier einen Stein, der hat standardmäßig Körnung 220, also sehr viel feiner als der standardmäßig hier drauf ist. Das ist ein Edelkorundstein und ich kann durch einen zusätzlichen Schärfstein, den es von Tormek mit dazu gibt, sogar die Körnung auf bis Körnung 1000 erhöhen, wenn ich das möchte. Bei Drechseleisen mache ich das im Regelfall nicht. Zusätzlich habe ich hier noch ein Lederrad mit dabei. Auf das Lederrad kann man so Polierpaste mit auftragen und damit dann zum Beispiel Grate abziehen, die an den Meißeln entstehen würden. Dafür eignet sich das hervorragend. Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen diesen beiden Geräten ist, dass ich an den Trockenschleifmaschinen mich deutlich leichter tue, auch mal einen Freihandschliff zu machen, weil die Drehzahl einfach höher ist und das Eisen auf der Oberfläche wirklich gleitet. Auf der Nassschleifmaschine durch die langsame Drehzahl ist es sehr viel schwieriger, einen Freihandschliff zu machen, weil das Eisen immer mitfahren möchte und immer mitgezogen wird. Das Eisen gleitet nicht so auf der Oberfläche und damit ist es super schwierig, das Freihand wirklich vernünftig zu machen. Für die Drechselröhren ist es sehr praktisch, wenn man sich Schleifhilfen entweder selber baut oder gibt es hier als Zusatzteile dazu kauft, die ermöglichen, diese umlaufende Schneidphase, die wir hier haben, vernünftig auszuarbeiten. So eine Hilfe sieht in dem Fall so aus. Ich spanne hier meine Röhre ein. Ich kann an diesem Kopf den Winkel einstellen, der zu der Schneidphase meiner Röhre passt. Ich habe hier die Halterung, die ich in dieses Metallgestänge an der Tormek hineinbaue und kann damit das Eisen in der entsprechenden gleichmäßigen Kreisbahn bewegen, wie ich es brauche, um der Phase nachfahren zu können. Ich zeige euch das mal aus der Nähe, dann seht ihr genau, was ich meine. Hier seht ihr, das Eisen wird in diesen Kopf eingespannt. Ich lege den an den Stein und stelle den Winkel so ein, dass die Phase genau anliegt und genau bündig ist. Und dann kann ich beim Schärfen wie beim Schleifen entsprechend genau diese Kreisbahn nachfahren und die Röhre umliegend gleichmäßig anschleifen. Gerade bei diesen sehr weit nach hinten gezogenen Anschliffen, bei diesen Schalenröhren, ist es sonst Freihand sehr schwierig, da eine gleichmäßige Phase auf die Oberfläche zu bekommen. Jetzt mal aus dem direkten Projektalltag gesprochen. Wie oft schleife ich selber meine Eisen? Wie oft schärfe ich meine Eisen nur nach? Und wann mache ich das? Bevor ich mein Projekt anfange, ist es grundsätzlich empfehlenswert, einmal kurz die Schneide anzuschärfen. Einfaches Beispiel, dieser Meißel hier gehört dringend nachgearbeitet, der ist ziemlich kaputt. Ihr seht, der ist völlig durch, kann kein Papier mehr damit schneiden. Mein zweiter Meißel dagegen, der ist super hergerichtet, den hatte ich zuletzt dann doch nicht benutzt, sondern vorher hergerichtet und der greift sofort. Das heißt, das ist schwierig zu zeigen. Der schneidet wie ein scharfes Messer, eben schneiden soll. Wenn der mal so stumpf ist, würde ich auch dringend dazu raten, den wirklich nachzuschleifen, die Phase wieder richtig auszuarbeiten, dann wird das Nachschärfen wahrscheinlich gar nicht mehr reichen. Ich selber habe mir angewöhnt, die Meißel und die Schaber hier an meiner Nassschleifmaschine freihand zu schleifen. Wenn ihr so einen Meißel anschärfen wollt, wie gesagt, ich lege den hier auf dem Gestänge auf, zunächst am stehenden Stein und stelle alles so ein, dass ich mit der möglichst vollen Phase auf dem Schleifstein aufliege. Dazu müsst ihr natürlich vorher den Stein ordentlich abrichten. Das heißt, solange solche Riefen drin sind, könnt ihr solche Meißel nicht schärfen. Der Schaber hat einen leichten Winkel hier in der Schneide. Das heißt, er ist nicht wie ein Stemmeisen rechtwinklig, sondern der hat vorne eine leichte Schrägung. Und ich lege den Meißel immer so an, dass die Schneide möglichst im rechten Winkel zur Rotationsrichtung liegt. Auf der anderen Seite
würde ich es dann entsprechend auch wieder schief anlegen. Damit ziehe ich dann hier an gleicher Stelle die Phase ab, dass ich hier einen symmetrischen Anschliff bekomme. Wenn das Ganze erfolgt ist, spüre ich, auf welcher Seite der Grat steht, gehe entsprechend auf das Lederrad mit der Polierpaste, ziehe den Grat vorsichtig ab und wenn der weg ist, dann ist der Meißel wieder rasiermesserscharf. Beim Schaber ähnlich, ich gucke mir den Winkel an, stelle dieses Gestänge so ein, dass ich den Winkel bequem führen kann und die Phase möglichst voll am Eisen anliegt. Und dann ziehe ich, in dem Fall der Schaber hier vorne ist leicht gerundet, und dann ziehe ich entsprechend den Schaber hier drüber. Wie gesagt, das ist an der Nassschleifmaschine nicht ganz einfach, weil was passiert ist, dass der gerne mitgenommen wird. Das heißt, da braucht ihr ein bisschen Übung oder ihr baut euch auch so eine Schleifhilfe, die den hier festhält. Das kann man auch machen. Gibt es sogar auch zu kaufen, wenn ich nicht ganz irre. Ich habe mir das mittlerweile gut genug angewöhnt und geübt mit dem Freihandschärfen und es funktioniert. Wenn hier ein leichter Grat an der Kante oben übersteht, dann ist alles gut. Der Schaber arbeitet wieder wunderbar und ihr könnt gleich weitermachen. Bei den Röhren ist es so, dass ich mittlerweile dazu übergegangen bin, dass nach Schärfen, also sprich nur das leichte Herrichten der Schneide vorne, alles Freihand zu machen. Das ist auf dem Nassschleifstein ein bisschen schwierig, weil das Eisen sich gerne fängt. Ich kann es auch bis jetzt immer noch nicht in einem Zug komplett durch, sondern meistens in zwei oder drei. Für mich reicht es momentan aber von der Qualität her aus. Ich schärfe meine Eisen, ja, ich würde sagen, so 3 bis 5 Mal Freihand nach, bevor ich sie einmal wieder in die Halterung einspanne und dann richtig die Phase wieder herrichte und dann danach wieder weiterarbeiten kann. Gerade bei den Schalenröhren mit dem langgezogenen Fingernagelanschliff ist auch bei der Schneidphase einiges zu beachten. Da zeige ich euch mal ein gutes Beispiel und zwei schlechte Beispiele aus der Nähe und erkläre euch, was die Gefahr dabei ist oder worauf ihr selber achten solltet. Hier seht ihr drei Beispiele für Röhren mit einem Fingernagelanschliff bzw. mit diesem Ellsworth-Anschliff. Diese Röhre hier sieht so aus, wie sie nach Lehrbuch aussehen soll. Das heißt, die Schneidphase ist sehr gleichmäßig rumgezogen. Das habe ich auch mit der Schleifhilfe gemacht. Ihr seht, es bildet sich hier eine leichte Bauchform aus und die läuft nach unten zu. Ein anderes Bild zeigt sich hier. Zunächst sieht man, die hier ist Freihand nachgeschärft mehrmals und auch nicht sehr gleichmäßig nachgeschärft. Das heißt, hier sieht man ganz klar eine Facette, noch eine Facette, hier hinten noch eine Facette. Also das ist was, das sollte man definitiv besser machen. Das kann ich mittlerweile auch besser. Ich habe mit dieser Röhre schon wahnsinnig lange nicht mehr gearbeitet. Viel schlimmer ist aber das Bild, das sich hier zeigt. Das heißt, ihr habt hier eine Schneidphase, die fast schon so eine Hohlkehle hier ausbildet und die Spitze hier vorne wieder nach oben zieht. Das führt dazu, dass die Spitze hier vorne sehr aggressiv ist, wohingegen die Seite eher sehr gutmütig ist durch diese Unterhöhlung im Anschliff. Das solltet ihr dringlichst vermeiden und eher eine gleichmäßige Phase anstreben, beziehungsweise so eine leichte bauchige Form wie bei dieser Röhre. Das lässt sich aber ganz leicht wieder herrichten, indem man die in die Schleifhilfe einspannt und entsprechend die Phase wieder aufschleift. Bei dieser Röhre hier seht ihr, die ist Freihand nachgeschärft worden. Das heißt, es gibt hier auch immer wieder so kleine Facetten. Das sieht aber sehr viel gleichmäßiger aus als bei der hier. Auch hier macht die Schneidphase so einen leichten Bauch nach unten. Aber das Untersetzen der Spitze fängt hier auch schon an. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach der Zeitpunkt, die komplette Phase wieder mit der Schleifhilfe ordentlich herzurichten. Und damit verschwindet dieser Spitz vorne auch, wenn man das gleichmäßig macht. Wenn euer Eisen eine vernünftige Schärfe habt, dann habt ihr beim Arbeiten im Holz auch einen vernünftigen Spanflug. Das heißt, ihr seht, wie die Drechselspäne schön rauskommen. Sollte nur noch Mehl vorne rauskommen, dann wird es dringend Zeit, euer Eisen nachzuschärfen. Wenn ihr beim Arbeiten merkt und so ein bisschen Feingefühl dafür entwickelt,
habt ihr beim scharfen Eisen fast überhaupt keinen Krafteinsatz mit den Händen. Das schneidet sozusagen das Eisen von alleine. Wenn ihr merkt, ihr müsst die Kraft erhöhen, dann wäre es empfehlenswert nachzuschärfen. Wenn ihr sehr feine Schnitte macht, also jetzt keine groben Schrobschnitte, wo die Oberfläche erstmal nicht so wichtig ist, aber wenn ihr zum Beispiel sowas wie diese Finishing-Schnitte macht, dann lohnt sich das wirklich, alle paar Zentimeter Werkstück, Oberfläche, das Eisen einmal nachzuziehen und ihr werdet eine wahnsinnig bessere Oberflächenqualität am Ende bekommen. Logischerweise auch zu sagen, je härter das Holz, desto häufiger werdet ihr nachschärfen müssen. Ich habe euch in dem Video jetzt drei so wesentliche Methoden gezeigt dazu. Meine persönliche Präferenz ist, das Ganze mit der Nassschleifmaschine zu machen. Ich finde es vollkommen legitim, mit solchen Trockenschleifern entweder mit dem Schleifband zu arbeiten oder am Schleifbock mit den Trockenschleifsteinen zu arbeiten. Ist beides möglich. Nicht vergessen, das Eisen immer wieder zwischendrin kühlen, funktioniert aber und ich halte ehrlich gesagt die Theorie, dass wir verglühen das Eisen, sobald wir das an den trockenen Stein bringen, für absoluten Humbug. Tut mir leid, wenn sich da jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, aber es ist einfach Blödsinn. Warum? Habe ich ja erklärt. Zum Nachschärfen geeignet sind auch solche Handsteine, wie jetzt zum Beispiel so ein Diamantschleifer oder so ein normaler Schleifstein. Damit kann man die Schneidphase kurzzeitig wieder herrichten. Zum Aufbauen der Schneidphase bei Röhren ist das hier meiner Meinung nach eher ungeeignet. Und da würde ich dringend empfehlen, zu so einer Maschine zu gehen und vor allem euch auch über solche Schleifhilfen wie die hier Gedanken zu machen. Mit so einer Schleifhilfe könnt ihr quasi jede Röhrenschneidphase einstellen. Bei dem Tormek-Gerät gibt es da sogar extra ein Buch dazu, was ganz genau erklärt, wie dieses Ding einzustellen ist, damit am Ende die richtige Phase rauskommt. Das wäre jetzt meine Empfehlung, die habe ich selber versucht. Mit anderen Geräten oder mit anderen ähnlichen Schleifhilfen habe ich selber leider keine Erfahrung, da kann ich euch auch nichts dazu sagen. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass die alle in einer ähnlichen Art und Weise funktionieren sollten. Ich hoffe, das war für euch aufschlussreich und hat euch in eurem Drechselhobby so ein bisschen weitergebracht. Wie gesagt, habt ihr andere Meinungen, andere Erfahrungen, bitte schreibt es mir in die Kommentare rein, macht eine schöne Diskussion in der Community auf, da wäre ich sehr gespannt drüber, was da so rauskommt dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Drechseln.